Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen YouTube-Vlog. Guter Start hier schon mal rein mit einem Sprachfehler. Ich habe euch ja gesagt, ich vlogge jetzt wieder ein bisschen. Wir sind gerade hier auf der Weide. Richtig nice, die Pferde sind heute rausgekommen, beziehungsweise kommen heute Nachmittag wieder rein. Aber so ein bisschen draußen ist ja auch ganz nice. Es ist leider Gottes ultra kalt. Aber ja, ich schnapp mir jetzt mal die Soli und reite die Maus ein bisschen. Meine Reitbeteiligung hat gleich Unterricht auf dem Flummi. Also für alle, die es nicht wissen, der Flummi hat auch eine Reitbeteiligung jetzt. Eine sehr lange Bekannte von mir, die kenne ich schon seit, keine Ahnung, Grundschulzeit. Und jetzt holen wir mal die Soli-Maus und dann geht's los. Mäuschen! Soli! Komm mal Schnee! Die haben übrigens nur ein Halfter an, weil die gleich wieder reinkommen. Ja? Meine Flummi! Hallo! Ein bisschen gemein, die anderen Pferde sind da hinten draußen. Aber sie muss damit jetzt klarkommen. Die Pferde sind jetzt beide versorgt. Meine Reitbeteiligung macht den jetzt schon mal fertig für den Unterricht, den Grund. Und die Soli ist jetzt in der Führanlage, kurz bevor ich reite. Ich mache jetzt mal schnell beide Boxen, weil die Pferde ja heute Abend, Nachmittag wieder reinkommen. Ich hoffe, dass wir bald wieder endlich ganz draußen sind. Weil das ist so viel angenehmer für Pferd und Reiter. Kein Mist mehr. Gott sei Dank geht bei uns ein bisschen schnell wegen dem Mist klappen. Das sind die Boxen vorher. Sieht super sexy aus. Jetzt machen die mal clean. Super, dass das Pony einfach hier in diese Lecksteinlagerung reingeäppelt hat. Läuft bei ihr. Wir haben dann schnell gemistet. Das geht ja bei uns immer super, super schnell, weil ich so Mistklappen habe, wo ich eigentlich einfach nur den Mist rausschieben muss. Also es hat halt wirklich für beide Boxen insgesamt maximal 10 Minuten gedauert. Ich versuche auch immer ein bisschen Stroh zu recyceln. Beide Boxen sind ready. So, ich hole jetzt mal die Soli raus. Denn jetzt ist es halt, die Maus war jetzt da so eine Viertelstunde in der Führanlage. Das ist ein bisschen warm gelaufen und wir fangen jetzt an. Absoluter Life-Changer, Leute. Wärmflasche unter die Jacke. Es ist nicht mehr kalt. So, Pony ist an Ort und Stelle und jetzt erzähle ich die mal. Ne? Fertig gemacht. Das Pony ist jetzt einsatzbereit und ein bisschen genervt, weil da draußen ein Traktor fährt. Und wie süß sie aussieht. Genau, wir sind gewisslos unterwegs mit so einer richtig schönen Quest in Stockholm. Schaurocke, die wir bei Cavalier gekauft haben. Ja, ich weiß, die Trense ist braun, der Sattel ist schwarz. Aber wir kommen da heute mit klar. Und schauen mal, wie es heute wird. Ja, ihr Lieben, dann ging es auch schon ans Reiten. Ich habe mir gedacht, ich kommentiere das Ganze mal wieder. Ich bin so am Anfang sehr viel getrabt, sehr viel galoppiert. Ich dachte so, Gott, das wird nichts mit dem Hackamore. Man muss dazu sagen, ich bin sie einen Tag vorher das allererste Mal mit Hackamore überhaupt geritten, seitdem ich sie habe. Ich habe ja relativ schnell gemerkt, es ist viel zu warm. Ey, Leute, die in Jacke eine komplette Einheit reiten können, sind für mich ein Rätsel. Mir ist so schnell warm. Ich habe dann nach kürzester Zeit gemerkt, aber das könnte doch was werden mit dem Hackamore. Ich bin nämlich einen Tag vorher mit dem Hackamore gesprungen, die Soli. Das lief auch sehr, sehr gut, aber Springen und Dressur sind ja nochmal zwei Paar Schuhe. Beim Springen habe ich sie vorne komplett in Ruhe gelassen. Jetzt war ich halt gespannt, wie das Ganze in der Dressur läuft. Man muss auch dazu sagen, die Soraya ist jetzt kein Pferd, was so ultra im Training steht, irgendwelche krassen Lektionen kann oder so. Für alle, die es nicht wissen, die Soli wird auch schon 20 dieses Jahr, ist leider auch relativ schlecht bemuskelt aufgrund einer Operation am Bauchbereich vor einiger Zeit und deshalb sieht sie jetzt halt auch nicht mehr so ultra top aus. Aber ich finde, für ihr Alter sieht sie eigentlich ganz gut aus. Sie hat so einen kleinen Winterbauch, der kommt natürlich im Sommer weg und jetzt durchs Training geht er natürlich auch weg. Hier der Übergang, was war das denn? Ich habe leider mir sehr angewöhnt, so die so
super oft für alles zu loben, was an sich ja nicht schlecht ist, aber ich muss gucken, dass ich in den Übergängen nicht jedes Mal dann so blöd nach vorne falle. Das ist unsere blöde Seite, da merkt man auch deutlich, ich drehe mein Bein nach außen. Plus, ich bin hier etwas zu doll mit den Sporen, was man wirklich auch dazu sagen muss. Soli ist auch leider ein sehr triebiges Pferd und auf der Seite eigne ich mir leider an, auch einigermaßen mit dem, ja, mit dem Sporen zu treiben. Aber es ist nun mal so, wir arbeiten dran, ich gebe mir Mühe. Genau. Und ja, ich musste auch ein bisschen deutlicher jede Hilfe geben mit dem Hackamore, weil sie schon ab und zu versucht, einfach dann woanders lang zu laufen, weil sie so denkt, ach, die Gute hat ja eh keinen Einfluss. Aber ja, auf der Seite finde ich, ist es deutlich besser und ich bin auch sehr, sehr überrascht, wie gut Soli das eigentlich macht und wie schön das noch geworden ist am Ende. So viel zu schön geworden. Mir war es in dem Moment einfach wichtig, darüber hinwegzureiten. Ich habe da auch so einen kleinen Moment mir gedacht, was ist denn jetzt los? Und danach war Pony Maus auch so ein bisschen zickig. Ich weiß auch gar nicht, was da abgeht. Ich glaube, sie hat sich vor irgendwas erschrocken. Spielt ja im Endeffekt auch keine Rolle. Wie gesagt, mir war es halt wichtig, darüber hinwegzureiten. Also zu sagen, yo, das ist jetzt kein Grund, durchzuparieren. Hat sie auch ganz lieb gemacht. Danach hat sie sich auch gar nicht mehr so dolle erschrocken vor irgendwas. Ich bin die ganze Zeit mit dem Zügel am Sattel an der Schwacke hängen geblieben, weshalb ich meine äußere Hand so super oft nach außen, hier schon wieder, nach außen ziehe. Hier ist sie mir leider ausgefallen. Ich war trotzdem stolz auf sie. Und ja, dann haben wir eine kleine Pause gemacht. Hier bin ich ein bisschen getrabt. Ich habe an dem Tag wirklich sehr viel am Angaloppieren gearbeitet, weil die Soraya so ein kleinen Knacks hat, dass sie im Winter jedes Mal buckelt vorm Angaloppieren und das möchte ich hier unbedingt wegtrainieren und sie hat es auch wirklich kein einziges Mal oder nur ein einziges Mal gemacht. Und ja, ich bin alles in allem super zufrieden, wie es mit der Maus gerade läuft. Man muss auch dazu sagen, ich hatte letzten Sommer einen sehr, ja, sehr ausreitlastigen Sommer. Ich habe wenig Dressurarbeit gemacht mit der Soli, wenn dann mit dem Flummi, ja. Hier das Video, ich weiß, es ist hochkant gefilmt, ist für einen TikTok gefilmt gewesen. Schaut auch gerne da mal vorbei, at Nia's Horse Page. Das ist so die endgültige Runde und ich muss sagen, es kann sich echt sehen lassen für das, also für die Umstände, die gerade einfach da sind, für den Winter, für Hackamore zweites Mal. Ich gar nicht mal so oft auf der Soli im Dressursattel. Ich arbeite halt auch viel mit der Soli. Mit dem Halsring und springe, also aktuell springen wir sehr, sehr viel, zweimal die Woche, genau, und Soli wird ja auch noch ein bisschen vom Boden bewegt und sie hat halt in dem Alter auch einige Tage mal frei und weil sie so Spaß am Springen hatte, haben wir noch so ein kleines Kavaletti genutzt, das natürlich nicht super schön ist, logischerweise im Springsattel, aber das Pony hatte Spaß, ist auch jedes Mal drüber gehüpft und das war so für uns so der Spaß am Ende, die beenden Einheit. Sie ist hier so viel zu früh abgesprungen. Ich dachte, oh Gottes Willen, was mache ich jetzt? Aber dann waren wir fertig. Ja, du? Ich hätte euch den Originalton gerne drin gelassen, allerdings war ein Traktor da, der ultra laut war. Ich habe das Pony natürlich umgezogen, erstmal meine Abschutzdecke und dann später, als sie trocken war, beziehungsweise super nass war sie ja nicht, sie ist ja geschoren, habe ich sie dann in ihre zwei Decken reingepackt, da unten noch alles ready gemacht mit den Gurten, damit auf der Weide nichts runterhängt. Der Flummi wurde von der Reptang auch versorgt. Da habe ich jetzt nicht die Kamera drauf gehalten, weil jeder möchte ja auch so ein bisschen erstens Privatsphäre und zweitens Spaß mit dem Pferd in Anführungszeichen an dem Tag haben. Die beiden Pferde haben dann noch ordentlich Futti bekommen. Flummi kriegt immer Mesh und Soli hat so ein, ja, extra so ein Pony-Zeug, Müsli von wegen für Pferde, die halt sehr leicht futtrig sind. Die Pferde sind dann wieder auf die Weide gekommen. Flummi hat sich sehr, sehr gefreut und ja, wir haben dann noch ein bisschen aus dem Auto die Pferde beobachtet. Flummi ist der in der roten Decke. Soli hat eine schwarze Decke an, falls ihr sie erkennt. Ja, ich finde das so nice. Soli hat sich dann auch erstmal gewälzt. Das ist für mich einfach so ein schönes Zeichen zu sehen. Die Pferde, denen geht's gut. Flummi hat sich dann auch direkt hingeschmissen. Sie wissen, was sie getan haben. Und das war es auch schon an dem Tag.